Hallo Leute, heute ist der 29.04.2020. Ich melde mich wieder mit meinem Blog. Sonja war heute da. Es war ganz lustig. Wir hatten uns am Anfang nicht viel zu sagen. Wir haben mein Wohnzimmer ausgeräumt, weil da gestrichen wird und der Schminktisch aufgebaut wird. Und da wurde auch gesaugt und so, und also meine Eltern haben gesaugt und deswegen konnten wir nicht wirklich reden am Anfang. Und danach hatten wir uns nicht zu viel zu sagen. Aber gegen Ende wird es dann immer produktiv. Wir haben den Fingernagel ausgebessert, weil der ist mir abgegangen. Und einen LED-Streifen an meinen Schreibtisch, also an die Wand befestigt, rund um meinen Schreibtisch und mein Regal hoch. Das sieht jetzt voll cool aus, davon kann ich euch auch ein Foto machen und morgen einblenden. Die Einrichtung der App hat ziemlich lange gedauert. Ich konnte es noch nicht mit Alexa verbinden, weil das WLAN-Signal irgendein Problem hatte und das zu langwierig war. Aber ja, sie war bis 18:30 Uhr da und es war ganz nett. Und haben uns gut verstanden und Kaffee getrunken und geraucht und tratscht und ja, es war ganz okay. Ich habe heute schon mit Kerstin telefoniert, nur kurz, aber trotzdem, weil ich schon 2 Tage nichts mehr von ihr gehört habe. Und das war auch ganz okay. Wir wussten nicht wirklich viel zu sagen, aber wir haben über Rasberger gesprochen und dass ich beim nächsten Mal, wenn meine Mutter dort anruft, auf Lautsprecher schalten soll, also meine Mutter, und damit ich mitreden kann und damit ich alles mitbekomme. Und das war eine gute Idee. Sonst geht's mir so ganz okay, mittelmäßig. Ich weiß nicht ganz genau. Ich bin ziemlich müde und der Tag war ziemlich anstrengend, obwohl wir nichts gemacht haben, weil das Wetter draußen schlecht war und so. Aber es war trotzdem ganz schön anstrengend. Ich habe ziemlich Kreuzschmerzen und mir fallen auch ständig die Augen zu. Aber sonst war der Tag recht schön und außer das Wetter, aber das kann man auch hin und wieder mal hinnehmen. Und es war ganz okay. Aber es gibt nicht viel Neues. Mein Spiegel ist gekommen. Morgen kommt meine zweite Alexa mit Bildschirm für mein Schlafzimmer. Auf die freue ich mich schon. Den Spiegel habe ich mich auch gefreut. Der ist extrem groß und sieht voll schön aus. Und ich freue mich überhaupt schon auf den Schminktisch und hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Wird man sehen. Und sonst gab es nicht viel Neues. Claudia fängt am Montag an. Und am 4. Und das freue ich mich schon, obwohl ich auch ein bisschen überfordert bin mit ihrer Art, aber sie ist mir ganz sympathisch und
Ich glaube, man kann sich zusammen gewöhnen und dass es dann ganz gut wird. Ich hoffe, sie überfährt mich nicht so. Aber ja, das muss ich ihr dann sagen, wenn es mir zu viel wird. Ich hatte heute ständig Hunger. Habe auch zu Mittag nicht viel gegessen, weil ich Bauchweh hatte und habe dann abends total viel gegessen. Das hätte meine Mutter nicht gedacht, aber ja. Morgen gibt's Kartoffelpüree aus dem Becher. Aber auf das freue ich mich schon, weil das ist lecker. Und morgen ist mein Vater arbeiten und ruft mich am Abend an. Und sonst ist noch nichts geplant. Hoffentlich Schuhe aussortieren. Mal gucken, ob meine Mutter Lust hat. Sonst haben wir nichts vor. Wenn Mama und ich alleine sind. Mein Converse-Bild ist auch fertig geworden und hängt schon. Dafür haben sie heute einen Rahmen besorgt und Malervlies für den Boden und Farbe und so weiter und ein paar andere Sachen. Es wird schon ganz cool und ich freue mich drauf und sonst gibt's wirklich nicht viel. Am Donnerstag, also morgen um 16 Uhr ruft mich Christoph an. Hoffentlich vergisst er nicht, aber er hat sich seinen Terminkalender eingeschrieben. Und morgen muss ich duschen gehen. Es ist sich heute nicht mehr ausgegangen, weil Sonja so lange da war. Aber das werden wir dann morgen sehen, ob ich morgen früh oder morgen Abend duschen gehe. Und ja, das war's dann von mir für heute. Und ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, wann immer ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines.